Viele haben uns erst ab Kopfnicker mitbekommen, manche doch erst ab dem Überfallalbum und manche kennen nur Cruisen von uns. Wir hatten 4 Alben rausgebracht, die Band gibt es seit 91, das heißt nächstes Jahr sind wir 25 Jahre alt. Massive Töne hießen im Ursprung eigentlich damals Abotonic Tunes. Frag mich nicht, was Abotonic heißt, aber Tunes stand für Töne. Und dann wurde das quasi eingedeutscht, Massive Töne. Und der 5. in der Band war ich damals, der 5. Ton. Und Max, ja damals noch Max und sein Freundeskreis, ganz davor noch Aggie Jazz, bis es dann letztendlich Freundeskreis hieß. Max, seine Eltern waren auch immer politisch engagiert, hier in Stuttgart. Und natürlich wollten wir dann nicht irgendwie die Stuttgart-Passi heißen, sondern auf einmal waren wir dann die Kolchose, ja, was ja auch ein deutsches Wort war. Und der Sinn und Zweck eigentlich der Kolchewicken damals, ja, die sich doch alle in der Kolchose als Bauern zusammentaten und den gemeinsamen Traktor benutzt haben. Von mir aus, so war das bei uns ähnlich. Friction war damals der Typ, der das Studio hatte und der die Sampler hatte und wo alle Bands, die irgendwie ein kleines Produkt oder ihre 2, 3 Lieder mal zur Aufnahme bringen wollten, sind meistens bei Martin Welzer, a.k.a. DJ Friction, gelandet. Ja. Und nach außen für den Rest der Republik sah das natürlich ziemlich stark gebündelt aus, nachdem dann Massive Töne, Freundeskreis, damals noch die Krähen mit dem DJ Emilio und mit dem Tomilla, mit dem Eldin und dem Großmaul. Und auch schon Afrop war eigentlich bei uns nur so als 6. Ton Massive Töne unterwegs. Aber dadurch, dass die Releases alles sehr kompakt rauskamen, sah das natürlich ziemlich für die Nation aus, als ob hier das mega, die mega Hip-Hop-Hauptstadt wäre. Ja? Weiß ja gar nicht, weißt selber, wie groß die Stadt ist, war gar nicht so. Aber anscheinend ja doch. Also, deswegen sitzen wir auch hier. Herzlich willkommen in der Mutterstadt. Am Anfang war es auch immer so, dass jede Band oft nur 3, 4 Stücke hatte, was denn für den Abendfüllen ja nie gereicht hat. Deswegen hat man sich oft zusammengetan, 3, 4 Bands, und hat dann quasi selber im Jugendhaus Mitte die erste Hip-Hop-Jam veranstaltet, nachdem es ja keine Veranstalter für sowas gab. War ja neu, Hip-Hop war ja nicht so medial, wie es heute der Fall ist. Es war doch eher Musik noch von Hip-Hop und für Hip-Hopper. Ja? Ging einfach darum, einfach spielen gehen. Ja? Nachdem man dann hier alle Jugendhäuser im Umkreis abgegraben hatte, vom Jugendhaus Areal in Leinfelden über die ganzen Jugendhäuser, war man dann doch froh, wirklich mal das erste Mal in München spielen zu können, wo mal wirklich auch nur 3 Leute waren und die 2 Jugendbetreuer, und trotzdem hast du irgendwie gespielt. Es hieß damals bei uns Chili con Carne Tour, weil in jeder Location gab es Spaghetti Bolognese oder Chili con Carne, die typischen Essen, wo man nichts falsch machen kann und einen großen Topf für die Jungs macht. Aber das war prägend natürlich. Du hast gemerkt, okay, da passiert was in Deutschland, dass das angenommen wird. Also die 90er waren wirklich maßgeblich für die Entwicklung des deutschen Hip-Hop natürlich sehr wichtig. Und der Sound der 90er waren dann nicht mehr diese Jump-Jump-Hype-Beats, 120 Beats pro Minute, sondern das war alles so diese Kopfnickgeschwindigkeit, ja, 90 bis 95 Beats pro Minute. Und auch die Produktionen gingen damals hin, ja, von Mobb Deep über Method Man über irgendwas. Und dann war das dann doch so, okay, warum nicht langsamere Beats machen? Und Kopfnicker war komplett so ein Album, wo genau diese Geschwindigkeit und vielleicht diesen Zeitgeist von damals angefangen hat, ja. Natürlich hat man immer nach Amerika geguckt und irgendwie das als Vorbild genommen, ja, sei es an Beats oder an der Musikalität oder an Kleidungsstil oder was war denn innen? Waren es die Raiders-Jacken zur NWA-Zeit oder war es dann später Jungle Brothers mit Dreads und bunten Hippie-Klamotten rumlaufen? Also man konnte sich das, glaube ich, auch immer aussuchen. Um dann aber doch nicht die eigene Identität zu verlieren, hat man eigentlich das gemacht, wo man aufgewachsen ist. Also man konnte nicht Bronx oder Brooklyn nachkupfern, sondern man war doch Stuttgarter. Den Leuten geht es ja eigentlich gut. Gemeckert wird nur, wenn deine Kehrwoche nicht gemacht wird oder die S-Bahn zu spät kommt. Also wir sind eigentlich Jungs aus einer Mittelschicht, die quasi unsere 80er Run-DMC, Beastie Boys-Generation eigentlich kompensiert haben, um dann das zu erzählen, was hier in unserer Stadt passiert. Ja? Hier war nie ein Ghetto. Wenn du Halsschlag als Ghetto bezeichnen willst, dann warst du wahrscheinlich noch nie in einem Ghetto, irgendwo in der Welt unterwegs. Natürlich gab es die ärmeren Stadtteile hier, aber so sozialkritischen Rap haben wir nicht gemacht, weil der für uns nicht existent war in dem Fall, in dem wir aufgewachsen sind. Es ging dann immer eher um Vergleiche, Competition oder in dem Fall um Mutterstadt und was unsere Stadt ausmacht. Ja. Erfolg garantiert nicht immer gleich, dass es toll ist, ja, meiner Meinung nach. Also es gibt viel geilere Rap-Acts oder im Hip-Hop geilere Acts, die sich nicht an Umsatzzahlen oder an Outputs oder an Klicks oder an gefällt mir das irgendwie messen lassen, im Gegenteil. Ja. Der Weg ist nochmal ein anderer geworden. Früher hast du irgendwie eine Tour gespielt, um dein Album hat sich eh schon gut verkauft, deine Single, und eine Tour hast on top gespielt. Heute verkauft sich ein Album schlecht und du spielst eine Tour, um von der Tour zu leben. Also eigentlich hat sich das genau um 180 Grad gedreht teilweise. Ja.
Aber wir haben uns ja auch verändert über die Jahre auf einmal. Ja. So innerhalb der Band, jetzt wenn du, wo du ein Resümee hast und auch zurückblicken kannst, merkst du auch deine Entwicklung. Ja. Dass die Großraum-Disco, die man auch mal aufgelegt hat, die muss nicht sein. Lieber die ehrlicheren kleinen Clubs. Und das ist auch, glaube ich, das, was es immer noch am Leben erhält. Live spielen ist, glaube ich, immer noch alles für die Leute. Irgendwie, ja. Das heißt, lass die Gage ruhig wenig sein, aber das Ego, sich selbst auf der Bühne dann ausdrücken zu können und zu bewahrheiten und sich zeigen zu können und die Bässe fett zu hören und alles, das macht dann immer noch dieses Hip-Hop für mich zumindest aus. Ich weiß nicht, wie es die ganz Jüngeren sehen, ehrlich gesagt. Ne? Also ich fand es als Kind mega geil, heimzukommen vom Radio Musikhaus Lerche, mir eine Platte zu kaufen, den Kopfhörer an meinem Vater seine Anlage aufzusetzen und da eine Stunde lang das Ding anzugucken und durchzuhören. Ne? Das ist verrückt einfach. Ja? Wenn da zwei CD-Player stehen, dann ist mir echt egal, was der DJ da macht. Aber wenn da zwei Plattenspieler stehen, dann stehe ich immer noch wie ein verwundertes Kind daneben und finde das einfach toll. Ne? Und ich konnte eigentlich nie beschreiben, warum ich Hip-Hop so fett fand. Aber wahrscheinlich, weil es einfach das Kühle an den Hip-Hopern, die einfach jede Musik benutzt haben, gesampelt haben, sei es James Brown oder I Shot the Sheriff von Eric Clapton dann bei EPMD oder und dazu eine Kick, Snare und Hi-Hat, also ein ganz simples Ding eigentlich. Und ich glaube, alles, was mich am Hip-Hop immer fasziniert hat und heute immer noch, merke ich, ist einfach der Bass. Reduziert auf den Bass, auf eine Snare und auf eine Hi-Hat, die oben schön kommt. Und das ist einfach die elementarste Musik, die dann von Maschine kam. Und heute ist immer noch so, die Produktionen sind ja viel besser geworden, die Sounds sind viel besser, viel differenzierter geworden. Und es ist immer noch so, dass ich dann selber mich erstaune und kopfhörermäßig durch die Stadt laufe, mir immer noch denke, wow, Hip-Hop ist immer noch die fetteste Musik.